Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Link's Awakening Let's Play Reihe. Wir befinden uns in der nächsten Dungeon, dem Fischmaul. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Einen Daumen da lassen und ein Abo würde ich mich natürlich wie immer sehr darüber freuen. Und ich lege direkt mal los. Also ich kann vorab schon mal sagen, die Dungeon ist sehr, sehr umfangreich. Und hier verläuft man sich auch schnell mal. Ach, das war zu weit. Ich glaube, ich muss das hier lang. Nee, doch nicht. Ja. So, wir müssen jetzt vier Räume finden, jeweils mit diesem Skelett. Und schon mal ein kleiner Tipp. Um das Vieh zu besiegen, einmal platthauen, Bombe drauf und erst dann zuschlagen, sonst wehrt er nämlich jeden Schlag hier ab. Erst wenn er selber zuschlagen will, quasi jetzt. Und dann eine Bombe hinlegen. Man kann auch vorher schon eine Bombe hinlegen, warten bis er zuschlagen will, wenn man schnell genug ist. Und den dann platt machen. Okay, aus der Kiste bekommt man nichts raus. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ging es hier lang? Nee, hier war noch nicht der Weg. Genau. Raum Nummer 2, also die Reihenfolge muss stimmen, ihr seht ja die blauen Platten und Raum 1 wird mit einer blauen Platte quasi markiert, der zweite mit 2 und so weiter. Thank you.
So, hier brauchen wir den Altarhaken. So, schon Raum Nummer 3. So, jetzt schnappen wir uns erstmal das letzte Skelett. Moment, dazu. Wenn ihr die Melodie von dem Fisch habt, würde ich jedem nur raten, wer die nicht hat, vorher holen. Kann man nämlich an den Startpunkt von der Dungeon zurückreisen. Das ist eine sehr, sehr geile Möglichkeit, sich ein bisschen schneller zu bewegen. Und hier ist der letzte Raum. Ist das noch nicht dran? Ja. Achso, ich sollte mal zuschlagen, ich trottel. So, da haben wir den Enterhaken. So. Okay. Ja, das ist witzig. Kann man den die Maske runterziehen. So, und jetzt können wir mit dem Enter... Nein, stopp, jetzt hätte ich mich ja fast verdrückt. Diese tolle Sache machen. 100 Rubine. Und betäuben kann man die Kollegen auch. Das ist auch sehr, sehr geil. Warum ich mich die ganze Zeit verdrücke. Okay, der Schnabel, der ist eigentlich überhaupt nicht wichtig für die ganzen Dungeons. Die sehen so lustig aus ohne die Maske.
So. Ach so, eine Fee haben wir schon. Wenn ich mich nicht irre. Moment, bevor ich hier reingehe, es gibt noch einen. Ach ne, den. Ach, ich bin ja auch ein Trottel. So. Ach, okay, da brauche ich den. Die sind ein bisschen schwieriger hier, die Kollegen. Ups. Hartnäckig. Also zu viele Fehlschüsse darfst du hier nicht haben. Ansonsten sieht's mau aus. Alles klar. So, die Fee nehmen wir doch dankend. Moment, habe ich. Wir sammeln die mal ein. Die können wir erstmal aufheben. Noch bin ich nicht in Not. Moment, ich glaube, ich brauche den Enterhaken als nächstes. Nein! Oh, ich habe vergessen wieder zu drücken auf die Feder, ich Trottel. Egal, jetzt ist es so. Shit. Ach, alles klar. Wir brauchen jetzt mal einen Schlüssel. Muss ich erstmal überlegen, wo der Schlüssel war. Der letzte. War ich hier überhaupt schon? Hier war ich schon. Ach ja. Ich muss jetzt hier lang, genau. Hier war ich doch noch nicht abschließen. Einmal tauchen, bitte. Ah. Okay, dann muss halt
So. Das dürfte genau der Master-Schlüssel sein. Brauche ich aber immer noch einen Schlüssel. Was mache ich denn jetzt? Kurz auf die Karte. Wo fehlt noch? Ach, da drüben sind noch zwei. Okay. Genau, jetzt gehe ich hier hoch. Da komme ich natürlich jetzt nicht rein. Also, ach, alles klar, zurück. Ihr seid ja freundlich zu mir. Jetzt. Genau. Ach nee, das war ein Rubin. Na schön. Da denkst du, du holst hier einen Schlüssel. Da geht's wieder zurück. Okay, ich muss hier runter. Genau. Na, da ist doch der letzte Schlüssel. Da haben wir doch alle. Nein! Oh, ich sag doch, ich habe ein Talent, mich zu verdrücken. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo wir lang müssen. Wie ging es jetzt zur Dungeon am schnellsten? Okay. Nicht zur Dungeon, zum Endgegner. Ja, ja, so, jetzt nach unten. Oder ging es hier rein? Ja, genau, hier war ich noch nicht. Sarma, was ist denn jetzt los hier? So, also man hätte hier übrigens theoretisch abkürzen können, den Schlüssel nicht mehr holen. Dazu muss man aber echt ein bisschen Geschick beweisen. Und kann diesen Stein hier anvisieren, aber ich spare mir jetzt die Mühe, das zu versuchen. So. Ach, komm, geh weg. Oh, alles klar. Meine Energie sieht so jetzt auch nicht mehr so rosig aus. Jetzt muss ich mich ein bisschen vorsehen.
Also am besten ist es, sich für eine Seite zu entscheiden und dann einfach zu warten. Alles klar. Eine Windmarimba. Ah ja. Alles klar, das soll es mit der nächsten Folge schon, beziehungsweise mit dieser Folge schon gewesen sein. Lasst einen fetten Daumen da und ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Folge zu verpassen. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.